Einen wunderschönen guten Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Folge Oma 3 Altis Life, nicht? Heute, wie man sieht, da steht der Hermit. Waffe ist dabei, die MX. Wird ein paar aufsitzen, leider gerade nur eine MX, ja. Ja. Wird hier einmal einsteigen und abschließen. Dann machen wir gleich mal die Urus-Bugs rein. So, dann kann ich euch schon mal ein bisschen was erzählen. Ich werde da aber nicht noch ein bisschen. Mal ein bisschen meine Geräusche hören, nicht? So. Also, herzlich willkommen zur ersten Folge Altis Life. Hier auf dem wunderschönen BB-Clan-Server. Ja, wunderschön ist der. Wie ihr vielleicht schon erraten habt, an dem Ort, an den Gegebenheiten. Wir gehen Salz farmen. Alleine. Geile Idee. Das wurde ich auch schon vorher von einem E5er beobachtet. Beziehungsweise beäugt, als ich mit dem Hammond hier losgefahren bin. Denn die Teile sind nicht günstig. Ich glaube, so ein Teil kostet 7 Millionen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. 7 Millionen. Man sieht hier auch gerade mal unten rechts, ich habe noch 60 Leben. Ja, man sieht Essen, Trinken, Leben. Meine FPS sind gerade toll auf 27. Geht eigentlich relativ. Ganz okay. Es sind 87 von 100 Leuten auf dem Server. Also ein 100-Mann-Server. Könnt ihr vielleicht auch mal drauf kommen. Link zu dem Server bzw. die Server-IP steht in der Videobeschreibung. Werde ich da auch mal reinmachen. Oder höchstwahrscheinlich immer reinmachen. Dann die 100% sind, wie lange ich noch sprinten kann. Die fallen hier, glaube ich, nicht unter 50. Also man kann eigentlich immer in einem ganz gemächlichen Tempo vorankommen. Weil, seien wir ehrlich, wir hassen es alle, wenn wir nicht rennen können und wir einfach nur so langsam wie Schnecken laufen. So, da sind wir auch schon mal da. Ja, schön Motor aus. Auf. Aus. Wieder abschließen. Wunderschön, nicht? Ja. Grund für den Lebensverlust. Gott, was mache ich denn? Falscher Server. Den kann ich mit Q aufheben. Grund für den Lebensverlust war halt die radioaktive Zone. In der ich halt Leben verliere, weil radioaktiv, man braucht einen Schutzanzug. Kann man sich kaufen für 200.000 beim Uranhändler. Kann man da hingehen, sich Atommüll holen und halt Uran farmen. Thank you.
6,8 Kilometer, liebe Freunde. So, jetzt nochmal hier. Ich fahre wieder eine langsamere Aufnahme. So, Leute. Ich habe ja gerade ein bisschen verschnellert, weil ich so lange hier stand und das alles eingesammelt habe. Ja, den ganzen LKW voll. 2000 Plätze. Mann. Ich glaube, Salz nimmt 4. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, 4 Plätze ein. Bin ich ganz sicher. 60, ja, ich glaube, 3. 90, ja. 3 Plätze müssten hinkommen. Also ein normales Salz braucht 3 oder wiegt 3 Gewicht. Ja, ich sage jetzt mal Gewicht, weil ich keine Ahnung habe, in was er gemessen wird. Und das ist immer noch nicht hell, obwohl das schon hell aufliegt. Und man kann sich auch als Donator eine MXM holen, zum Beispiel. Als normaler Zivi hat man. Nein, Mann. Oh, fuck. Die Räder leben noch. Keinen Busch mehr fahren. Das geht das Teil kaputt. So, ganz gucken. Wir haben hier schön das Licht. Ich habe 4 Leben weniger als vorher. Jetzt kann ich nochmal Salz nehmen. Inventory full. Na, gucken wir uns hier mal die wunderschöne Map an. Wir haben jetzt das kleine Problem, meine Reifen sind relativ am Arsch. Ja? Ich habe ja auch schön verarbeitet gerade. Reifen sind am Arsch, ich darf nirgends mehr gegenfahren, weil sonst platzt da einer. Das wäre echt ungeil, weil ich habe kein Toolkit bei.
Ich will jetzt eigentlich auch nicht, ich will jetzt nicht durch Sophia fahren. Weil wenn ich jetzt mit meinem ganzen Salz durch Sophia fahre, dann bin ich richtig hart gefickt. Ah, Reifen. Ach, hier lebt noch. Er zieht auch noch nicht in die Richtung. Das finde ich erstaunlich, weil manche Fahrzeuge, da muss nicht mal der Reifen weg sein. Da muss der. Ich habe den Stein nicht gesehen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ist doch jetzt nicht euer Kack ernst. Oh, Sprinting Action. Da steht ein Offroader, der leer ist. Und da liegen zwei Leichen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so günstig. Sieht man das in der Aufnahme? Nee. Aber das ist sehr gut, weil dann kann man hier Steam. Dann seht ihr hier die ganze Steam-Scheiße nicht, die hier kommt. Das ist eigentlich ganz geschickt. Garage. Komm schon, lad. Seht ihr auch mal meine Garage? Toll, ne? Sind ein paar Fahrzeuge drin. Komm schon. Dann die Sportler muss ich noch auspacken. Machen wir kurz hier vor. Geldautomat. 10.000 abheben. Gemischtwarenhändler ist ja sogar gerade, ne? Gemischtwarenladen. Haben wir Werkzeugkästen gekauft. Waren jetzt nicht 10.000 teuer, aber. Rrr. Ich will jetzt einfach mal leicht am Blitz vorbeifahren. Fatality, geblitzt, 206 km/h. Und so okay. Mein Himmel, da ist er ja. Warte doch bei der Runde. Oh mein Himmel. Komm schon. Lass mich hier reparieren. Einmal schnell reparieren. Ich lasse die Hatchback stehen, weil die Hatchback ist nicht so viel wert. Die Hatchback kann ich mir eine neue kaufen. Beziehungsweise die Sportlimousine.
Da kaufe ich mir eine neue. Ist mir scheißegal, ob das Ding weg ist. Bei einem Hemmel sieht das leicht anders aus. Das Teil kostet, glaube ich, 7 Millionen. Und das war asozial, dass dieses Teil kaputt ging. So, Jungs, damit wir jetzt nicht gleich geraped werden mit dem Geld, das wir haben. Verschwinde mir jetzt ganz unauffällig durch die Vordertür. Doch. Mal verunlocken. Oh Jungs, wir gleich der Tabin an hier speichern. Jetzt gerade 1,12 Mille gemacht mit einer Fuge, ne? Wenn wir es jetzt noch schaffen. Wenn wir es jetzt wirklich schaffen. Bis zur bis zur Polizei, Autobahn, hinzukommen. Dann kann ich das Auto als den LKW einlagern und das Geld einzahlen. Und das wäre mir jetzt wirklich das Liebste. Wir sind nun in den Gefilden der Polizei. Und ich werde jetzt hier klasse geparkt, ne? Und ich werde jetzt hier kurz hier das Fahrzeug einlagern. Dankeschön. Dann werde ich jetzt hier ATM gehen. Oh. Man kann maximal in den ATM so viel einzahlen. 1, 3, 5, 8, 9, 5. So, rein damit. Oh, sind wir wieder bei 7,5 Millionen. War ganz ordentlich. Auch wenn es nicht ganz so lief, wie ich wollte. Zwischendurch den Helm mit kaputt gemacht. Musste Tool jetzt holen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch abonnieren, nicht? Steht euch frei. Und schaut doch mal bei dem CDLP, den ich erwähnt habe, vorbei. Oder macht, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.